So, ich bin heute in Hamburg. Wir fordern Freispruch für Dr. Weber. Demo. Das Thema ist der Prozess gegen Dr. Walter Weber und natürlich auch die Strafbefehle, die massenhaft jetzt vor Gerichten verhandelt wurden und immer noch verhandelt wurden gegen Patienten von Ärzten, die Maskenatteste ausgestellt haben. Ja, ich wollte nochmal anfangen. Ich bin ja Prozessbeobachter bei Walter Weber von Anfang an und habe mir nochmal alte Aussagen von ihm angeguckt. Er steht heute vor Gericht, aber warum eigentlich? 2020, ich gehe da nochmal ein bisschen zurück in die Anfangszeiten der sogenannten Pandemie. Also hier wurde der Notstand, die Gefährlichkeit ausgerufen und es gab ein paar Ärzte unter den ganz vielen, die geguckt haben, gibt es denn für das, was hier gesagt wird, Zahlen? Gibt es da einen Unterbau, eine Basis, die diese Gefährlichkeit belegt? Wie viele Leute sind in den Krankenhäusern? Wie viele sterben und so weiter? Walter Weber gehörte zu denen, die sich diese Zahlen angeguckt haben und hat diese Gefährlichkeit nicht nachvollziehen können und hat dann im Verbund mit anderen Ärzten die Maßnahmen kritisiert, für überzogen gehalten und hat auch ziemlich am Anfang dann die Ärzte für Aufklärung gegründet. Irgendwann im April wurde ja hier in Hamburg auch die Maskenpflicht in 2020 ausgerufen und es gab viele Menschen, zu denen ich jetzt auch gehöre, mein Strafbefehl, der wird noch verhandelt, über 3000 Euro irgendwann. Es gab viele Menschen, die hatten Probleme mit den Masken und es gab auch ganz wenige Ärzte, zu denen Walter Weber und Dr. Fedige gehörten, die diesen Menschen geholfen haben, indem sie ihnen zu einer Maskenbefreiung geholfen haben oder ihnen eine Maskenbefreiung ausgestellt haben, die auch in der Eindämmungsverordnung beispielsweise ja auch benannt wurde. Das heißt, Leute mit Asthma oder anderen Problemen, die waren durchaus zu dieser Befreiung berechtigt, das stand da drin. Nichtsdestotrotz wurden diese Ärzte irgendwann auch vom Gesundheitsministerium auf einer Liste verewigt. Diese Liste war 5 Seiten lang und da standen 200 bis 300 Ärzte drauf, die Maskenatteste ausgestellt hatten. Und die wurden dann ja sehr rigid verfolgt und angeklagt. Der Grund für diese Anklage war in der Regel, soweit ich weiß, fast immer derselbe, dass Vorausstellen der Maskenbefreiung keine körperliche Untersuchung stattgefunden hatte. Dieser Anklagevorwurf, der lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen, weil in keiner Berufsordnung, nicht in der Eindämmungsverordnung und auch nicht im Infektionsschutzgesetz stand das drin. Es gibt überhaupt keine Basis dafür. Abgesehen davon sollte festgestellt werden, welche Probleme, Einschränkungen die Leute mit der Maske haben. Es sollte ja keine Gesundheit festgestellt werden. Egal, also alle, die sich den Maßnahmen entgegenstellten, wie Dr. Weber, und das kritisierten und sagten, es gibt hier keine Grundlage, die wurden dann angeklagt und kriegten Hausdurchsuchungen. Genau, dort wurden dann eben nicht nur die Unterlagen von Patienten, die Maskenatteste betraf, mitgenommen, sondern in seinem Fall auch Akten von seinen onkologischen Patienten, was es dann sehr schwierig macht, irgendwie im Nachgang dann bei neuen Terminen mit den Leuten umzugehen und zu rekapitulieren, was man denn vorher da gesagt und gemacht hat. Ja, er sitzt jetzt vor Gericht. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Verhandlungen fast schon gehabt, 21. Ich protokolliere das auch. Es ist schwer auszuhalten. Und unter anderem gibt es da Gutachter, den Herrn Ondruschka, den Chef der Rechtsmedizin im UKE,
und die Frau Dr. Edler, die das Gutachten für die Staatsanwaltschaft, für die Anklage da hat verfassen lassen. Und was die da vor Gericht aussagen, ist ziemlich dünn, um zu sagen, es gibt überhaupt nichts her. Vor allen Dingen nicht für diesen Paragraph 278-79 Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Da gibt es überhaupt keine Grundlage dafür. Es gibt keine schriftliche Lüge oder keinen falschen Tatsachenbestand oder wie das heißt. Aber man muss irgendwie diese ganzen Verhandlungen durchziehen und dieser Verurteilungswille bei dem, was da alles willkürlich konstruiert wird, der ist schon ziemlich klar. Und hier findet keine medizinische Beratung statt. Ja, was machen wir ja heute? Walter Weber ist der Leuchtturm immer noch. Ich habe ihn auch gestern Abend bei einer Veranstaltung in Harburg bei Tom Lausen gesehen, bei dem Abend Kunst und Wissenschaft. Also Walter Weber sieht immer noch gut aus, hält die Ohren steif und ist bei sich. Ich bewundere das sehr, wie ruhig er da im Gerichtssaal sitzt und das über sich ergehen lässt. Fakt ist, es wird ein Urteil geben, ein Freispruch wünschen wir uns alle, aber den wird es nicht geben. Sie können ihn gar nicht freisprechen, so meine ich, weil man eben auch viele Patienten vorher schon verurteilt hat. Genau, und wir können ihm einfach nur weiter Kraft wünschen und Zuversicht und dass er bei sich bleibt. Er hat vor kurzem in Wittenberg bei dem Benennen der 95 neuen Thesen gesagt, die Rettung wird für ihn aus Ostdeutschland kommen. Und zu seiner eigenen Situation hat er gesagt, lieber tot als Sklave. Ja, das ist ein Statement. Und ich gebe jetzt mal so in die Luft, lieber Walter Weber, wo du jetzt bist. Wir schicken dir einfach ganz viel gute Energie. Wir sind verbunden, wir bilden ein Feld. Das ist so dein Satz und daran glaube ich auch. Und ja, wir machen einfach immer weiter und alles, was man tun kann, ist diese Wahrheit aussprechen. Das, was vor den Gerichten passiert, benennen und einfach sagen, ja, es ist so. Die Leute werden unschuldig vor Gericht gezerrt, weil sie die Maßnahmen kritisiert haben. Und ich war irgendwie jetzt diese Woche bei dem Freund von mir mit in der Gerichtsverhandlung, mit dem ich damals auf einer Demo Januar 22 in einer Kontrollsituation war. Ich war noch nicht mal Teilnehmer mit ihm dieser Veranstaltung. Es sollte aber schon mal prophylaktisch die Maskenbefreiung und der Personalausweis gezeigt werden. Wir wurden dann auch gleich als Störer tituliert. Und nachdem ich gesagt hatte, ich will eine Quittung für das Einkassierte, was ich bei der Polizei benannt habe und auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben habe, weil ich fand, dass wir unmöglich behandelt wurden. Wir standen da ganz friedlich. Und da wurde mir dann gesagt, gegen sie läuft ein Strafverfahren. Das habe ich erst lange gar nicht verstanden. Ich war noch so naiv, gar nicht zu begreifen, was hier eigentlich abgeht. Und ja, und ich habe jetzt im Mai einen Strafbefehl über 3.000 Euro gekriegt. Das ist irgendwie schon mal eine Ansage bei meinem Freund Helmut. Sind es nur 1.200 bisher. Da wird in seinem Fall nicht mal mehr der kontrollierende Polizist als Zeuge irgendwie zum Verfahren geladen. Es werden nicht mal mehr Zeugen berufen. Es wird nur gesagt, Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses, so, und dann werden sie hier verurteilt. Und die Verurteilung fand nur deswegen nicht statt, weil er einen Wahlverteidiger namens Tom Lausen dabei hatte, der erstmal Befangenheits- und Beweisanträge gestellt hat, die das Ding einfach ein bisschen verschleppen. Aber dennoch ist das für jeden ja eine Kostenfrage. Und insofern wird er sich jetzt wahrscheinlich von dem Verfahren zurückziehen, weil wenn er jetzt 1.200 hat, kann das in der nächsten Instanz leicht 3.000, 5.000, 8.000 oder wie viel Euro ergeben. Und ist die Frage, macht das wirklich Sinn? Gewinnt man was damit oder nicht? In meinem Fall ist es so, ich musste, auch wenn man mir vorwirft, ich sei maskenbefreit nur deswegen gewesen, weil ich Maßnahmekritikerin war. Ich war Asthmatikerin
und musste die Maske tragen, im Heim, bei Besuchen meines Lebensgefährten und im Job. Und ich habe am 24. November bei Ausrufen von 3G einen solchen asthmatischen Dauerhusten gekriegt, dass ich meinen Job aufgeben musste, mein Gewerbe aufgeben musste. Ich war Kurierfahrerin in Hamburg, habe mich bis laut Finanzamt auf 371 Monate verschuldet. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erlebe, es zu entschulden. Und wenn ich jetzt vor Gericht gehe, egal ob da 1.000 oder 4.000 Euro stehen, dann muss ich die im Knast absitzen, weil ich die nicht habe. Ich habe nicht im Lotto gewonnen und ich habe auch keinen reichen Gönner oder sonst irgendwas. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig, was hier passiert. Und ich kann nur sagen, Paragraf 344, Verfolgung Unschuldiger. Aber was habe ich gemacht? Ich konnte nicht mehr atmen, ich habe nur noch gehustet. Ich habe mir ein halbes Jahr vorher diese Maskenbefreiung geholt, weil ich wenigstens beim Einkaufen mal Luft holen wollte. Ne? Mehr wollte ich gar nicht. Ja, und dafür geht man im Zweifel im Jahr 24 oder 25 in Deutschland in Knast. Das ist schon der reine Wahnsinn. Genau. Ja, das ist hier heute das Thema. Und ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da ist noch ein Gitarrist. Das wusste ich jetzt gar nicht. Michael. Ja, okay. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Musik. Dann habe ich meinen Teil erstmal gesagt. Ich werde dann nochmal sowas Ähnliches bei der zweiten Station von mir geben. In der Mönckebergstraße sind ja noch ein paar Leute mehr. Genau, und ich kann einfach immer nur sagen, irgendwie das, was ihr hier an den Gerichten erlebt, das ist jetzt schon Meinungsunterdrückung, man kann nicht mehr sagen, was man denkt, wenn man kritisch ist, wird man vor Gericht gezerrt und alles, da zeigt sich irgendwie, wie im Moment die Dinge laufen und wie es auch wohl weiterlaufen soll. Und jeder, der darüber informiert ist, der möge das bitte weitertragen, denn viele Leute kriegen das überhaupt nicht mit, die verstehen es nicht. Die sagen dann vielleicht nur was über einen Pandemievertrag und die WHO, aber auf die brauchen wir gar nicht zu warten. Man sieht hier schon vor den Gerichten, was jetzt passiert, wie man drangsaliert wird, wenn man sagt, was man sagen will und sich positioniert und das nicht dem Standpunkt der Regierung entspricht. Ja, jetzt mache ich erstmal Schluss und dann übergebe ich mal an den Musikanten. Dankeschön. Ich habe leider kein Lied von Megan Walter Weber unschuldig oder angeklagt, aber ein Friedenslied, das passt auch immer. Okay. Udo Lindenberg, wir ziehen in den Frieden. Thank you.
diese Kriege. Da kann niemand gewinnen, der dir vorher zu spielen. Und jeder geht. Ein englisches Lied namens Beautiful People. Yeah. Nein, soll ich? Okay. Also Beautiful People, ein englisches Lied, aber das finde ich, alle Menschen sind wundervoll. Okay, gehe ich davon aus. Beautiful people, we live in the same world, I do but somehow I never noticed you for today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same back door and it isn't right. We never met before the time. We may never wir laufen jetzt hier am Bahnhof vorbei. Und diesen Leuten hat Walter Weber unter die Arme gegriffen und hat sie befreit mit einem Maskenattest. Gerichtsverhandlungen 2030 kosten Unmengen von Rechtsanwaltskosten, abgesehen von der wahrscheinlich noch zu erwartenden Geldstrafe. Das sind wirklich Astronomen, vorgegangen wird, um die Leute völlig ins Abseits zu drängen, ihnen alles zu nehmen, was sie sich erarbeitet haben. Und am Ende ihres Lebens vielleicht noch
ist der Strafprozess gegen Dr. Walter Weber und gegen Patienten, die Strafbefehle, die verhandelt werden hier und verhandelt wurden in Hamburg. Genau, Walter Weber ist ein Hamburger Arzt, der seit über 50 Jahren praktiziert. Und ich gehe noch mal ein bisschen zurück ins Jahr 2020. Die Pandemie wurde ausgerufen. Es wurde Maskenpflicht verhängt. Und es gab ein paar Ärzte, die haben sich einfach diese Zahlen angeguckt und haben gesagt, was ist das mit der Pandemie? Ist das wirklich so gefährlich? Und Walter Weber hat diese Zahlen sehr genau untersucht und hat die Gefährlichkeit nicht feststellen können. Und hat sich dann mit Kollegen zusammengetan und hat die Ärzte für Aufklärung gegründet. Und dafür steht er heute vor Gericht. Es gab eine Liste im Bundesgesundheitsministerium, hier, so. Bundesgesundheitsministerium, da standen ungefähr 200 bis 300 Ärzte drauf, die Maskenatteste ausgestellt hatten. Und diese Ärzte wurden rigoros verfolgt, kriegten Hausdurchsuchungen und wurden dann angeklagt. Es gab auch beim LKA, haben selbst Leute aus diesen Kreisen benannt, eine Liste, auf denen Ärzte standen, die wurde durchgereicht. Und dann gab es ja jede Menge Kontrollsituationen auf Demos und dergleichen, wo die Leute ihre Atteste vorzeigen mussten, in denen natürlich der Arztstempel und die Unterschrift drauf waren. Und diese Ärzte hat man sich dann vorgenommen, in dem Sinn, man hat erstmal Hausdurchsuchungen vorgenommen, man hat ihnen die 4 Wände auf den Kopf gestellt, hat ihre ganzen Patientendokumentation einkassiert. Und dann hat man versucht zu konstruieren, einen Anklagevorwurf nach Paragraph 278, 79, Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. So heißt das dann. Dieser Anklagevorwurf ist völlig absurd und kann durch gar nichts belegt werden, weil all diese Ärzte, wie auch Dr. Walter Weber, haben die Patienten nach Einschränkungen gefragt, die sie haben, wenn sie die Maske tragen und glaubwürdig vorgetragen haben, wo ihre Problematik ist. Und wenn das für ihn nachvollziehbar war, hat er ihnen diese Atteste ausgestellt. Und in der Eindämmungsverordnung zum Beispiel war das ja auch so benannt. Es gab die Möglichkeit der Befreiung in besonderen Fällen. Und wenn man dann so guckt, wer alles befreit werden konnte, 300.000 Schwerhörige und ihre Begleiter, ich weiß nicht, ich glaube 130.000 Behinderte oder so, es galt für ganz viele Menschen 100.000-fach. Und nun steht Walter Weber vor Gericht. Und dort wird jetzt gesagt, er hätte diese Atteste nicht ausstellen dürfen, weil vorher keine körperliche Untersuchung stattgefunden hat. Das ist auch völlig hergeholt, weil die Forderung danach, körperlich zu untersuchen vor Ausstellen eines Maskenattests, die steht nirgendwo. Sie steht in keiner Berufsordnung der Ärzte, nicht im Infektionsschutzgesetz, nicht in der Eindämmungsverordnung. Es wird einfach behauptet, dass das medizinischer Standard sei. Und auch das haben die beiden Gutachter in dem Verfahren gegen Walter Weber so ausgesagt, es sei medizinischer Standard zu untersuchen. Und Walter Weber, der unter anderem einen Patienten hatte, der Epileptiker war und mit 3 Medikamenten schon eingestellt, also er war schon ganz arg gebeutelt, der wollte einfach nur eine Maskenbefreiung haben, weil es für ihn nicht erträglich war. Und in einem der Verfahren, die Walter Weber als Arzt besuchen musste, weil er als Zeuge bei einem Patienten aussagen musste, der hat dann den Staatsanwalt da vor Ort gefragt, welche Untersuchung würden Sie denn vorschlagen?
Soll ich dem Epileptiker die Maske aufsetzen, 1, 2, 3 Stunden und warten, ob er kollabiert? Da hat dieser Staatsanwalt selbst eingesehen, dass das völlig hirnrissig ist, was er da fordert. Aber es ist halt so, man steht vor Gericht, es gibt diese Anklage und diese körperliche Untersuchung. Wie gesagt, dieser Beleg, den gibt es nirgendwo, der wurde nirgendwo offiziell gefordert. Letztendlich beruft sich dann jedes Gericht auf ein Urteil vom 25. Juni 1940. Da ging es um den sogenannten Dirnen-Prozess. Da hat ein Arzt eine Vereinbarung mit den Gesundheitsämtern damals gehabt, Dirnen nach Geschlechtskrankheiten zu untersuchen. Und nachdem er untersucht hatte, musste er das im sogenannten Dirnenkontrollbuch belegen, mit Stempel, Unterschrift. Und das hat er wohl ein paar Mal nicht gemacht, also die Untersuchung nicht gemacht, und trotzdem diese Einträge vollzogen, und daraufhin hat man ihn verurteilt und inhaftiert. Aber dieser Fall liegt ja völlig anders. Da sollte ja Gesundheit festgestellt werden. Und hier ging es nicht um Feststellen von Gesundheit, sondern darum festzustellen, ob die Leute Einschränkungen haben, die sie glaubwürdig vorgetragen haben und dann befreit werden konnten. Walter Weber steht als Mitgründer der Ärzte für Aufklärung vor Gericht, der gesagt hat, dass hier keine Pandemie vorliegt, dass es nicht gefährlich ist, und vor allen Dingen hatte er diesen Podcast Nummer 7, glaube ich, von Herrn Drosten gehört, wo Herr Drosten sagte, jetzt wird es hier ganz gefährlich und wir müssen die Regularien für die Impfstoffherstellung, die müssen wir ändern. Und da hat Walter Weber richtig die rote Alarmglocke, ging die Alarmlampe hoch oder an, weil er sagte, mir war da klar, dass wenn sie das aushebeln, dann werden hier, ja, statt in mehreren 5 bis 10 Jahren Entwicklung irgendwelche Stoffe im Schnellschuss auf den Markt gebracht, die man gar nicht richtig untersucht hat und wir alle gar nicht wissen, was passiert. Genau. Ja, aber dafür, dass er auf seinem Standpunkt beharrt hat, dazu stand, was er gemacht hat, weiterhin Atteste ausstellte, steht er jetzt vor Gericht. Und ich bewundere diesen Mann, der jetzt 80 Jahre alt ist. Der sagt, manchmal könnte ich schreien, aber ich bin ganz ruhig, ich sitze hier im Gerichtssaal, ich muss da hier durch. Ich habe meine Patienten schützen wollen, dazu stehe ich auch nach wie vor. Und das werde ich auch weiter. Dazu stehen, egal was für mich daraus resultiert. Jeder einzelne Gerichtstermin kostet 4-stellig allein Anwaltshonorar. Das muss ein Arzt erstmal verdient haben. Das haben die meisten nicht. Weil ich weiß gar nicht, wie ich das hochrechnen soll, 100.000 Euro oder so. Je nachdem, wenn man dann Strafrechtler hat, die auch irgendwie einen ganz bestimmten Kurs fordern, dann ist das Hammer. Genau. Ein Mensch, der sich für andere Menschen stellte, hat sich jetzt positioniert, und da niemand darüber berichtet, die Medien ausfallen, stehen wir heute hier. Und nochmal, lieber Walter Weber, ein Gruß an dich. Wir schicken dir ganz viel Kraft. Danke. Ja, jetzt Passanten. Dominik ist Prozessberichterstatter bei den Gerichtsterminen von Herrn Dr. Weber. Und er schreibt regelmäßig Berichte darüber in der Zeitung Der Aufstand. Und Dominik war während der Corona-Zeit aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen der Maske befreit und hat deswegen dann ein Strafverfahren bekommen und wurde auch verurteilt.
Ja, Dominik, du hast Artikel verfasst in der Zeitung, die sich mit der Frage beschäftigen, ob das Corona-Strafverfahren ein illegales Geschäftsmodell der Staatsanwalt in Hamburg zu betrachten ist. Und was hat dich zu dieser Annahme veranlasst? Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage, bist du bereit, diese Sichtweise als Betroffener und Prozessbeobachter zu erläutern? Ja, dazu kann ich sehr gerne was sagen. Und zwar durfte man bis 2020 bei Strafverfahren davon ausgehen, dass sie voll ablaufen. Und zwar gibt es einen Anfangsverdacht oder eine Strafanzeige oder ein Offizialdelikt und die Staatsanwaltschaft kommt zum Zuge und ist Herrin des Ermittlungsverfahrens und führt diese Ermittlungen und gibt teilweise diese Ermittlungen auch weiter an Polizei, LKA und ich weiß nicht was. Dann werden Ermittlungen zusammengetragen, beziehungsweise wurden Ermittlungen zusammengetragen und am Ende der Ermittlung kam man dann zu einem Ergebnis und es gab entweder eine Einstellung oder eine Einstellung auf, mit Auflagen oder eine Anklage oder eben ein Strafbefehl. Von dieser Arbeitsweise ist man seit 2020 abgekommen, insbesondere bei den C-Maßnahmen-Kritikern. Und zwar hat man diejenigen, die sich kritisch geäußert haben oder Maskenbefreiungsatteste hatten von unliebsamen Ärzten, die hat man angeklagt und mit Strafverfahren überzogen, ohne jemals Ermittlungen geführt zu haben. Es ist eigentlich noch viel dreister, nämlich hat das LKA Hamburg im Verlauf der C-Pandemie eine Liste herausgegeben, eine schwarze Liste mit Namen von Hamburger Ärzten. Und diese Liste ist innerhalb der Hamburger Polizei rumgegangen mit dem Auftrag, Attestinhaber und die Ärzte anzuklagen bzw. anzuzeigen. Und Ermittlungen wurden jeweils, soweit wie ich das beobachtet habe, in sämtlichen Prozessen, die ich gesehen habe, keine geführt, weder belastend noch entlastend. Und nun darf man meinen, dass spätestens bei Gericht solche Verfahren scheitern müssten, weil es ja eben keine Ermittlungen gegeben hat. So, dann beantragt die Staatsanwaltschaft Strafbefehle durchaus in vierstelliger Höhe, 1, 2, 3, 5.000 Euro und mehr, weil man unter freiem Himmel keine Maske getragen hat, weil man ein entsprechendes Attest dafür hatte. Diese Strafbefehle, diese Anträge von den Staatsanwaltschaften sind von den Gerichten so durchgewunken worden, wissentlich, dass es keine Ermittlungen gegeben hat. So, und dann, wenn derjenige dann, also der Betroffene, dann Widerspruch eingelegt hat gegen diesen Strafbefehl, dann kommt es halt zum Verfahren und dann dürfte man eigentlich mit logischem Menschenverstand denken, dass solche Verfahren dann vor Gericht aufgearbeitet werden, dass spätestens dann festgestellt worden ist, dass eigentlich überhaupt nichts gegen die Angeklagten, vorliegt, sondern dass es einfach nur plumpe Behauptungen sind, dass hier unrichtige Maskenbefreiungsatteste verwendet worden sein sollen. Dem ist aber nicht so. Die Gerichte spielen das Spiel mit und es wird andersrum. Bisher durfte man davon ausgehen, dass einem die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht eine Schuld nachweisen muss. Von dieser Arbeitsweise ist man abgekommen. Viel schlimmer noch, man wird noch nicht mal mehr in die Lage versetzt, seine eigene Unschuld zu beweisen. Nämlich, wenn man das versucht als Angeklagter, egal ob ich als Betroffener oder ein Arzt wie Dr. Weber, es werden sämtliche Beweisanträge, die eigene Unschuld vermuten lassen könnten, die werden abgelehnt. Und jetzt, was den Prozess gegen Dr. Walter Weber betrifft, also ihm wird er vorgeworfen, dass er unrichtige Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben soll. Man muss sich mal vor Augen halten, was tatsächlich gegen ihn vorliegt, beziehungsweise was an Ermittlungsergebnissen vorliegt. Und so zitiere ich einfach mal die LKA-Beamtin, die das Verfahren maßgeblich mitgeführt hat. Also Dr. Weber hat zwei Stühle, einen Tisch, einen Schrank, er hat Termine vereinbart, er hat Atteste ausgestellt und er hat sogar Rechnung geschrieben. Und mehr hat man gegen ihn nicht in der Hand. Und dann hat man versucht, im Nachhinein irgendwie zu konstruieren, dass seine Maskenbefreiungsatteste, dass sie unrichtig sind. Und dann zieht man eine Oberärztin der Rechtsmedizin Hamburg, nämlich Dr. Caroline Edler, als Sachverständige zu Rate,
also wie gesagt Rechtsmedizinerin, eine Frau, die mit Toten arbeitet, und sie maßt sich nun an, zu beurteilen, wie ein Arzt an lebenden Patienten zu arbeiten hat. So, und eigentlich müsste man noch davon ausgehen, dass, wenn Sachverständige vor Gericht Gutachten fertigen oder für das Gericht Gutachten fertigen, dass diese unparteiisch sein müssen. Und wenn man den Namen Dr. Caroline Ebner in die Suchmaschine der Wahl eingibt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass diese Frau, dass es Artikel gibt, dass diese Frau angeblich an 10 Mutationen im Zusammenhang mit Verstorbenen geforscht haben soll. Und sowas soll unparteiisch sein, das ist absoluter Nonsens. Und dazu kommt noch, ich habe mir den Spaß erlaubt, der Frau die Frage zu stellen, ob sie denn einen Nachweis darüber hat, worüber sie angeblich geforscht haben will, nämlich an den C-Mutationen. Diese Frage kann und will sie nicht beantworten, wahrscheinlich, weil es das gar nicht gibt, man weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall so grundsätzlich, so im Rahmen der Definition, wenn ein Arzt öffentlich behauptet in Berichten, an etwas geforscht zu haben, worüber man keinen Nachweis erbringen kann, dann ist das im Sinne der Definition Hochstapelei und mag sich jeder ein eigenes Urteil darüber erlauben, wie das Gericht hier arbeitet und mit welchen Personen. Ja, also ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwalt in Gang gesetzt werden und hinterher Strafbefehle noch erlassen werden, ohne dass richtige Ermittlungen stattfinden, das ist ein bisschen fraglich. Also eigentlich sind Strafverfahren, wenn keine Ermittlungen geführt wurden. Und hat das vielleicht politische Hintergründe oder sind das politische Prozesse oder politische Strafverfahren? Wie siehst du die Situation? Das ist ganz einfach zu beantworten. Anhand meines Beispiels, da macht man das Deckblatt der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Hamburg auf und dort gibt es Kategorien, wo man einsortiert ist und ich bin in der Kategorie einsortiert politische Strafsachen, weil ich unter freiem Himmel keine Maske getragen habe. Und weiter im weiteren Verlauf der Akte liest man dann, dass der Staatsschutz, das ist eine Abteilung der Staatsanwaltschaft Hamburg, dass sie ebenfalls Ermittlungen gegen mich geführt haben und auch ausgeschrieben bin ich irgendwo in der Akte als politischer Straftäter. Das heißt, man darf sehr wohl davon ausgehen, dass es ein politisches Verfahren ist oder beziehungsweise, dass alle Verfahren gegen Ärzte, die sich gegen die C-Maßnahmen gestellt haben, als auch Menschen, die eben aus gesundheitlichen Gründen von der Maske befreit waren, dass die eben als politische Straftäter gesehen werden. Ja. Dankeschön, Dominik. Hast du noch einen Nachtrag? Ja, bitte. Man sollte sich vor Augen halten, das ist eine Warnung für alle an die Zukunft, dass diese Art und Weise, wie die Staatsanwaltschaften hier arbeiten im Zusammenhang mit den C-Maßnahmenkritikern, dass ohne Ermittlungen und ohne Ermittlungsergebnisse Strafverfahren geführt werden und am Ende diese Leute auch verurteilt werden. Diese Arbeitsweise kann auf jedes beliebige Thema übertragen werden und macht euch gefasst, es wird kommen. Ich weiß nicht was. Ich weiß auch nicht, was nach der nächsten Wahl passiert, ob sie eine Wehrpflicht wieder einführen und wer sich dagegen stellt, dass der vielleicht genauso behandelt wird. Aber macht euch gefasst, diese Arbeitsweise ohne Ermittlungen und ohne Ermittlungsergebnisse, die Leute von Kali zu ziehen, die wird sofort gesetzt werden und auf andere Themen übertragen werden. Ja, also das, was du hier schilderst und was hier passiert ist, und was du auch für die Zukunft erahnst, das lässt ja schon auf einen totalitären Staat hindeuten. Und da sollten wir sehr, sehr wachsam sein und uns das nicht gefallen lassen und immer wieder auf die Straße gehen, das in die Öffentlichkeit bringen und darüber reden und das publizieren, wo wir das immer können. Vielen Dank, wir ziehen jetzt weiter. Sich gegen die Maßnahmen gestellt hat. Und das ist der Grund, warum bei den Verhandlungen von Dr. Walter Weber ist die Mainstream-Presse nicht anwesend. Keiner. Test 1, 2.
So, ihr Lieben, hallo Hamburg, hallo Touristen. Warum wir hier sind? Wir sind hier, weil dieses Land die letzten Jahre sehr viel Ungerechtigkeit erfährt. Menschen werden mundtot gemacht, die sich kritisch äußern, obwohl wir in einer Demokratie leben. Doch ich habe mehr das Gefühl, dass wir Nordkorea sind. Leute werden verfolgt mit der Härte des Gesetzes, wenn man eben nicht die linksradikale Welt sich vertritt. Menschen werden dazu gezwungen, weil sie ihre Gesundheit schützen wollten und deshalb keine schädlichen Masken tragen wollten, werden vor Gericht gezogen wie räudige Hunde und behandelt, als wäre man Terrorist. Das muss aufhören. Wir sind hier, nicht nur wir, deutschlandweit gehen die Leute auf die Straße, weil wir die Schnauze voll haben. Oder wie seht ihr das? Und wir werden so lange auf der Straße unterwegs sein, bis wir alle erreichen. Denn wichtig ist, dass uns das, was passiert, entsetzen muss. Wir dürfen nicht mehr hinwegsehen, als wäre nichts gewesen, nur um zu vermeiden, dass wir kritisiert werden. Wir leben in einer Zeit, wo es eben wichtig ist, Mut zu beweisen. Und der Mut in gebündelter Kraft, wenn wir uns alle vereinen, ist alles, was wir brauchen, um Veränderung zu schaffen. So, das war ein kleines Intro. In erster Linie bin ich hier als Musiker. Ich bin der Schakal, systemkritischer Rapper. Und jetzt gibt's ein bisschen Musik von mir. Der folgende Song heißt Schweige nicht mehr. Und das ist mehr oder weniger unser Motto der letzten 4 Jahre. Themen aus der Provokabisse, den Lotion an die Wand. Aufgewacht und angefressen, Ansichten auf Platten pressen. Rüttel an deiner Welt, hat sie für mich kein Spaß und deine Pflicht. Die Wahrheit, es kommt zu ertragen, ruf die Bar den Krankenwagen. Gut Action wollen nicht aufwachen lassen, alles mit sich machen. Kopf gewaschen, Zeit für ein Jahr daher, nach wie vor festgefahren. Die Pharma-Mafia macht uns krank, gewöhne zu dem Mann. Die Bank vergiften, was wir zu uns nehmen, kein Geld nach dem mit mehr sehen. Medien täuschen uns, brutal kranker Scheiß ist für sie normal. Gender-Wahnsinn ist Perversion und zu trennen ihre Mission. Doppelmoral läuft im TV aufzufliegen. Ihr Supergau sind sehr verzweifelt wegen Trump, denn hat alles von ihnen auf Band. Schweige nicht mehr, sondern sag es richtig laut. Wir haben sie durchschaut, haben sie durchschaut. Schweige nicht mehr, sondern sag es richtig laut. Die schweigende Mehrheit macht jetzt ihre Fresse auf. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Die Männer, die heute die Menschlichkeit so mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Täuschen vor, wir wären frei, doch leben in der Sklaverei. Gefangen sind wir im Verstand, haben die Freiheit noch nie gekannt. Der Satan zieht uns in sein Bann mit Highlife und den ganzen Kram. So zapft er unsere Kräfte an und macht uns zu seinen Läufern. Es wird Zeit, uns zu erheben, dürfen uns das nicht mehr geben. Durchschauen ihr krankes Spiel, was jeder von ihnen tut. Sie bleibt keine Panik bei ihnen zu sehen, seit der Verhaftung von Epstein. Schauen wir auf der Insel, war alles prominente Monster. Die Guten nun an der Macht, es läuft gerade die letzte Schlacht, die Giganten sind am Zins, wir wollen die Kontrolle nicht verlieren. Doch das alles wird dir nichts bringen, die Wahrheit wird trotzdem durch den Schutz dabei. Bis der Spuk vorbei und sagt, wir sind am Ende frei. Schweige nicht mehr, sondern sag es richtig laut. Wir haben sie durchschaut, haben sie durchschaut. Schweige nicht mehr, sondern sag es richtig laut. Die schweigende Mehrheit macht jetzt ihre Fresse auf. Schweige nicht mehr, sondern sag es richtig laut. Wir haben sie durchschaut, haben sie durchschaut. Schweige nicht mehr, sondern sag es richtig laut. Die schweigende Mehrheit macht jetzt ihre Fresse auf. Danke, danke.
Ja, ihr Lieben, wir schweigen nicht mehr. Wir werden nicht mehr schweigen, sondern sagen, das, was abgeht, zeigt mit dem Finger drauf. Denn das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wir müssen uns darüber im Klaren sein, was hier mit uns passiert. Wir haben Herrscher über uns, die nicht in unserem Interesse handeln. Sie handeln ausschließlich in ihren eigenen. Und wir sind in ihren Augen die dummen Sklaven, die alles für sie machen. Aber wir alle haben denselben Wert. Egal ob reich, arm, links, rechts, ist scheißegal. Wir sind alles dieselbe Menschheitsfamilie, haben dieselben Rechte und wollen alle dasselbe. Wir wollen ein glückliches Leben führen und sicher fühlen. Aber das ist mittlerweile in diesem Land nicht mehr möglich. Was ist jetzt die letzten 10 Jahre hier passiert? Es geht nur bergab. Touristen wollen nicht in dieses Land kommen, weil zu Hause denen gewarnt wird, dass es hier nicht mehr sicher ist. Wir erleben das Materialisieren einer Diktatur, die sich eben als Demokratie kleidet. Und je schneller wir das alle merken, umso schneller werden wir auch in der Lage sein, entschlossen es abzulehnen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gibt's noch was, warte mal. Was man sich schon lange vorgenommen hat, also die neue Weltordnung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Neue Weltordnung. Red Reset, scheißegal wie wir es nennen. Wichtig dabei ist nur, dass wir uns von ihnen trennen. Haben sie durchschaut, das wissen sie genau. Angriffe auf uns, täglich in der Tagesschau. Fake News! Schau, wie sie es verdrehen. Bezeichnen uns als Nazis, die Hass und Hetze sehen. Das nennt sich Projektion, richtig mieser Trick. In der Tat, der verwirrt auf dem Maler ersten Blick. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Denn wir lassen uns nicht mehr einengen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Befreien uns endlich aus ihren Fängen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Denn wir lassen uns nicht mehr einengen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Befreien uns endlich aus ihren Fängen. Oh, ihnen läuft die Zeit davon, lange haben sie nicht mehr. Die Logik, die sie präsentieren, wird immer behinderter. Männer sind Frauen. Und umgekehrt, bunte Mentalität wird schon Kleinkindern gelernt. Alles Teil ihrer kranken Ideologie. Als rechte Normalisation von Pädophilie. Keine Verschwörungstheorie, sondern Teil ihrer lang gesehnten Dystopie. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Denn wir lassen uns nicht mehr einengen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Befreien uns endlich aus ihren Fängen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Denn wir lassen uns nicht mehr einengen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Befreien uns endlich aus ihren Fängen. Und wird als Vorwand Menschenrechte geworden. Aber ganz zudem sterben Leute an der Giftspitze im ganzen Land. Als wäre es noch nicht genug, propagieren sie panikartig noch den Klimabetrug. Nicht zu vergessen die Angst mit der Kriegstreiberei. Dieser Weg wird uns unweigerlich in die Sklaverei. Es ist egal, wie hart sie es noch probieren. Am Ende werden wir uns von ihnen emanzipieren. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Denn wir lassen uns nicht mehr einengen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Befreien uns endlich aus ihren Fängen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Denn wir lassen uns nicht mehr einengen. Komm, lass uns die Ketten sprengen. Befreien uns endlich aus ihren Fängen. Danke, danke, danke. Ja, Ketten sprengen. Mentale Ketten, Wissen ist Macht und davor haben die da oben am meisten Angst. Deshalb wird auch so eine harte Gegenkampagne gegen alle kritischen Menschen
die letzten Jahre gehalten. Weil sie ganz genau wissen, durchschaust du einmal ihren faulen Zauber, können sie einen nicht mehr verarschen. Und das ist das, was sie am meisten beunruhigt. Wissende Menschen. Deshalb werden wir abgelenkt mit sozialen Medien und den ganzen anderen Kram. Aber alle Informationen sind da draußen. Doch keiner nimmt uns die Verantwortung ab, selbst zu graben. Leute, Real Talk, die meisten oder viele von euch haben durch die Corona-Impfung Impfnebenwirkungen erlitten. Ich weiß, die wenigsten von euch werden es zugeben, weil ihr euch schämt. Anstatt auf Impfgegner sauer zu sein, seid sauer auf die, die das verursacht haben. Es war kein Zufall, es war pure Absicht. Und wenn wir das erkennen und einmal erstmal wütend werden, was völlig legitim ist, dann werden wir auch einen Weg finden, entschlossen Nein zu sagen. Danke. Ich übergebe mal. Ja, machen wir ja noch. Bin ich jetzt zu hören? Ja. Noch eine kleine Runde. Danke, Adam. Krankheiten und bis zu Todesfällen. Und da ist die Frage offen, wie gehen wir damit um? Und wer tut das aufarbeiten? Diejenigen, die das verursacht haben, die wollen das nicht aufarbeiten. Und die wollen uns auch bei der Aufarbeitung nicht dazu hinzufügen. Und zwar, wenn das jetzt jemand wenn einer eine Aufarbeitung macht, dann können nur wir das machen. Nur wir können das aufarbeiten, weil die es nicht machen. Und deswegen kommen wir hier regelmäßig in die Öffentlichkeit und tun das aufarbeiten. Nur die Frage ist, wie gehen wir dann mal um, wenn die wirklich ihre Macht verlieren? Und wie gehen wir mit denen um, die eigentlich ja diese ganzen Schäden den Leuten zugefügt haben und die sich an diesen Schäden der Leute bereichert haben? Wie gehen wir mit denen um? Und das ist die große Frage. Da bitte ich mal Jürgen zu mir. Jürgen, komm doch mal bitte her. Was sollen wir denn mit denen machen, wenn das hier mal wirklich, wenn denen die Macht aus den Händen entgleitet und das Volk die Macht in die Hände nimmt? Ja, erst müssen wir mal den Punkt erreichen, wo wir die Macht in die Hand bekommen. Das heißt also die Opposition. Das geht ja nicht um uns persönlich, sondern es geht ja darum, dass es eine oppositionelle Kraft gibt, die an die Schwelle der Macht kommt und dass die anderen die Macht übergeben. Aber das ist genau der kritische Punkt, wie ihr das jetzt merkt, bei den Wahlen, wo sie merken, dass sie eventuell legitim durch Wahlen die Macht verlieren können, versuchen sie zu verhindern, dass sie legitim die Macht verlieren. Sie machen schnell noch Gesetze, ändern die Modalitäten, damit die anderen dann doch nicht an die Macht kommen. Ja, und versuchen alles Mögliche zu tricksen und zu verändern, am besten noch die Verfassung zu verändern und Gesetze zu verändern, dass sie nicht die Macht übergeben müssen. Warum machen sie das? Sie haben Angst. Sie sind in Panik. Aber sie wurden teilweise von der Opposition auch in Panik versetzt. Warum? Weil viele Oppositionelle sagen, wir möchten Handschellen klicken hören. Wir möchten, dass sie ins Gefängnis wandern. Aber das ist kontraproduktiv. Das funktioniert nicht. Das führt auf der anderen Seite zu irrationalen Handlungen und zu dem Gedanken, falls sie die Mehrheit in der Bevölkerung verlieren, zu putschen. Also ein richtiges diktatorisches Regime zu errichten, das auf brutale Gewalt setzt. Und da steuern sie gerade drauf zu. Sie versuchen die Meinungsfreiheit ja schon zu unterdrücken. In dieser Situation, wo sie der Meinung sind, dass wir Rache wollen, weil sie verbrecherische Sachen gemacht haben, sollte die Opposition ein Angebot machen. Und zwar, wir müssen zu einer nationalen Aussöhnung kommen, die darauf abzielt, dass wir eine Generalamnestie bekommen und dass der Schaden und die Untaten, die an uns begangen wurden, wieder gut gemacht werden. Aber wir dürfen auch nicht auf Rache setzen. Wir müssen ihnen dasselbe Angebot machen. Keine Bestrafung, sondern Wiedergutmachung. Wir haben
Wir haben folgende Situation. 20% dieser Bevölkerung waren in der Opposition in der Corona-Krise. 20% waren Mittäter und haben davon profitiert. 60% wussten nicht genau, was sie machen sollten und sind mit dem Strom geschwommen. Das heißt, wir haben ungefähr eine Pattsituation zwischen denen, die aktiv in der Opposition waren, und denjenigen, die aktiv Täter waren. In dieser Situation kann es nur ein faires Angebot geben. Generalamnestie für beide Seiten und nationale Aussöhnung. Ansonsten landen wir hier in einem Bürgerkrieg, weil diese Leute zum Schluss, wenn sie legal die Macht verlieren, den Joker ziehen wollen, weil sie haben noch die Waffen in der Hand. Die wollen putschen. Und das ist doch jetzt schon offensichtlich zu sehen. Danke. Vielen Dank, Jürgen. Dann übergebe ich nochmal an Hut das Mikrofon, denn wir wollen jetzt auch so langsam zum Ende kommen. Genau, ich habe heute, glaube ich, in Wiederholung alles Wichtige gesagt zum Thema. Und ja, ich danke allen, die hier heute gekommen sind, die dabei waren, dieses Thema Walter Weber, Strafbefehle unter anderem hier in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir werden das weiter tun. Und ich werde am nächsten Dienstag, weil ich das zeitlich machen kann,